Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Sonntag, 13. Juli. Das Wort zum Tag finden wir heute in Johannes 14, Vers 6 und ich lese nach der Elberfelder Bibel. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was stört Sie am meisten an dem, was Christen glauben und leben, hat ein presbyterianischer Pfarrer viele Menschen in New York gefragt. Die häufigste Antwort: Ihr Ausschließlichkeitsanspruch. Immer stärker wird in unserer Gesellschaft dieser Anspruch als arrogant und überheblich angeprangert. Helmut Schmidt schreibt in seiner Autobiografie: Außer Dienst, er habe religiöse Toleranz immer für unerlässlich gehalten. Deshalb habe ich die christliche Mission gegenüber Andersgläubigen stets als Verstoß gegen die Menschlichkeit empfunden. Wenn ein Mensch in seiner Religion Halt und Geborgenheit gefunden hat, dann hat keiner das Recht, ihn von seinem Glauben abzubringen. Schmidt verweist dabei unter anderem darauf, dass alle drei monotheistischen Weltreligionen, Juden, Christen und Muslime, Kinder Abrahams sind, also denselben Ursprung haben. Es ist durchaus verständlich, dass Andersgläubige und Atheisten den Anspruch, Rettung gebe es allein durch Jesus Christus, als überheblich und anmaßend empfinden. Doch dieser Vorwurf trifft eigentlich nicht die Christen, sondern, wie unser Andachtstext zeigt, Christus. Obwohl er sich auch für Toleranz eingesetzt und gefordert hat, alle Menschen zu achten, ja selbst Feinde zu lieben, erhob er den Anspruch, der einzige Retter zu sein. Toleranz bedeutet wörtlich Duldsamkeit, doch nicht, wie vielfach missverstanden, jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Ein politischer Grundsatz Friedrich II. Von Preußen. Da wir uns als Adventisten weltweit für religiöse Freiheit einsetzen, sollten wir unsere aus dem Wort Gottes gewonnenen Überzeugungen stets so bezeugen, dass wir nicht überheblich oder arrogant auftreten. Doch den Missionsauftrag von Jesus zu erfüllen, hat nichts mit Intoleranz zu tun, sondern ist die an alle Menschen gerichtete Bitte Christi: Lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Allein die christliche Botschaft und keine andere Religion in der Welt kennt einen Erlöser, der die Menschen aus ihrer Verlorenheit retten und mit Gott versöhnen kann. Es war der Gott Abrahams, der seinen Sohn gesandt hat, von dem geschrieben steht: Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12 nach der Elberfelder Bibel. Joachim Hildebrandt.